So, herzlich willkommen von WOMAdventure und jetzt geht es weiter mit dem nächsten technischen Video, und zwar wie ich einen Boiler einbaue und dessen Überdruckventil ersetze. Okay, dann ab die Post. So, ich muss wieder mal was Kleines reparieren. Dieses Teil, was ist das? Ein Überdruckventil, das bei 3 Bar öffnet. Und das kommt beim Boiler hin, falls einmal der Thermostat nicht abschalten sollte und das Wasser anfängt zu kochen, gibt es Überdruck und der muss irgendwo hin weg. Und das macht dieses Ventil. Und bei mir leckt das und deswegen wird es jetzt ersetzt. Ja, und der Boiler, der ist da hinten, genau hier. Und rechts ist der Wassertank, links die Waschmaschine. Obendrauf ist dieses Brett, das habe ich schon rausgenommen und da komme ich kaum dazu. Das heißt, ich baue mal lieber den Boiler ganz raus und dann habe ich ein bisschen mehr Platz. So, dazu habe ich alle Hähne innen geöffnet und dann hier alle Außendinger abgemacht, damit der Boiler sich entleeren kann und der Rest. Diese zwei Schrauben, hinten die Anschlüsse plus das Elektrokabel und dann kann ich den schon rausziehen. So, die Kabel sind gelöst und Schrauben 4 Stück auf und jetzt kann ich den eigentlich nur so rausziehen. Er ist noch voll. Jetzt entleere ich den draußen. So, in dem Zug alle Briden gleich ein bisschen nachziehen. Geben nach. Das ist der Nachteil dieser Installation. Wenn man die aber immer ein bisschen nachzieht, dann ist das auch dicht. Habe schon überlegt, Steckkupplung, aber da muss ich auch wieder Übergangsstücke haben mit solchen, ja, solchen kleinen Anschlüssen. Da habe ich dann das gleiche Problem. Deswegen, ja, habe ich jetzt das halt noch altmodisch gemacht damals. So, und da seht ihr dieses Teil. Ihr seht, es ist undicht. Nicht mal Druck drauf und es kommt immer etwas raus. Das wird jetzt da ersetzt. Hier kann man das aufmachen, dann läuft der Boiler raus. Hat so einen Schnappverschluss. Oder eben hier kann man auch. So, damit, ich mache da keinen Hanf, ich habe keinen Hanf, aber Teflon habe ich und damit das nicht da auf dem Gewinde rumrutscht, nimmt man da so eine Eisensägeblatt und kratzt das an da, rundherum einfach ein bisschen kratzen, kann gar nichts passieren. Dann nimmt man das Teflon, hält es, geht gegen die Drehrichtung, damit das Ende, wenn man abreißt, dass das sich nicht zurückwickelt. Also so muss dann das Ende sein. Also wenn ich jetzt das reindrehe, dann seht ihr, wickelt es das Teflon auf. Wenn es das Teflon abwickeln würde, dann habt ihr es verkehrt drauf. Je nach Gewinde, wie fest das Gewinde Spiel hat, wenn es viel Spiel hat, macht die 20 Umdrehungen und sonst, hier reichen 10. Da habe ich nicht gezählt, aber es kommt nicht so drauf an. Hä? Ich mache es ganz genau, zusätzlich habe ich hier noch eine Paste, für Gewindepaste, wasserdicht. Das streiche ich noch zusätzlich ein, dann hält es doppelt. So, so sieht das dann aus. Schön gelb. Die Paste macht nichts, wenn Wasser da noch tropft. Die dichtet auch so. Und dann dreht man es rein. He? Erst der Gewindeansatz finden. Mit einer Hand ist es ein bisschen schwieriger. Und dahinter stehe ich eben ein bisschen an. Ja, muss beide Hände nehmen.
So, jetzt ist es angesetzt. Jetzt kann ich es reindrehen. Was geht von Hand, der Rest mit dem Schlüssel. Hä? So, jetzt falls das Überdruckventil ja mal öffnen sollte im Notfall, muss ja das Wasser irgendwo hin und das würde jetzt in den Innenraum fließen. Das wollen wir nicht. Deshalb mache ich hier so ein Schlauchstück hin und da kommt dann ein Schlauch hin, das der rausführt zusammen mit der, ja, er führt einfach raus nach draußen, damit es keine Sauerei gibt. Ich habe da auch das gleiche wieder gemacht, ein bisschen Teflon und dann noch von dieser Dichtungsmasse. So, jetzt habe ich den krumm angesetzt. Das geht schnell bei Plastik, da müsst ihr extrem aufpassen. Aber man sieht es ja. So, jetzt passt es, weil sonst macht ihr das Gewinde ganz schnell kaputt. Aber jetzt passt es. Super. So, jetzt habe ich es noch nach oben ausgerichtet. Das Überdruckventil leicht. Besser geht nicht. Und jetzt kann das Teil wieder rein. So, jetzt kommt das Ding wieder da rein. Ich habe noch da ein bisschen Dichtmasse hingemacht, damit der Überdruckschlauch dann auch dicht ist. Und jetzt kann ich den eigentlich nur da reinschieben. Und montieren. So, der Boiler ist drin. Die zwei Anschlüsse, warm und kalt nicht vertauschen, ist da angeschrieben. Da. Und den unteren Überdruckanschluss hinmachen, dann noch das Kabel, Stromkabel durchziehen, 400 Watt, 24 Volt in meinem Fall, und anschrauben und dann ist das Ding schon bereit. So, der Boiler ist drin, da ist das Anschlusskabel, da ist das Überdruckventil. Und das läuft dann hier raus. So, da habe ich noch einen Haupthahn da vom Tank, Wassertank, der ist da drin. 500 Liter, 520 sogar. Jetzt habe ich da aufgemacht, jetzt muss ich das ganze Ding entlüften. Das ist jetzt wichtig, bevor ich hier noch das zweite Stromkabel anschließe und der Boiler anfängt zu heizen, muss der Boiler natürlich mit Wasser gefüllt sein. Sonst wird es da drin richtig heiß, weil dann bildet sich Wasserdampf. So, jetzt muss man das entlüften. Warm und kalt. Am Anfang zischt das richtig. Alle Hähne auf Badezimmer nicht vergessen. Vor allem der Wahn, der ist am wichtigsten. Ja, da kommt keine Luft mehr. He? So, und der Boiler ist am Laden, das sehe ich hier. Der hat 400 Watt, noch andere Verbraucher. Hier kann ich die Wasserpumpe ein- und ausschalten, beziehungsweise auf Automat. Wenn es unter 5% ist, dann stellt sie ab. Dann habe ich noch Reserve. Aber dann weiß ich, dass ich Wasser tanken muss. So, jetzt noch den letzten Hahn entlüften. Das Trinkwasser. Okay. So, jetzt habe ich das Brett noch reingemacht. Jetzt habe ich da ein super großes Fach. Also, jeden Platz ausnützen. So, jetzt wo das Überdruckventil neu ersetzt wurde, hat das angefangen zu rattern, das Überdruckventil, weil eben Überdruck da war, wenn die Pumpe schnell abgeschalten wurde. Und für das ist dieses Teil hier, das war aber leer, kein Druck mehr. Und das stellt man ein auf den Einschaltdruck der Pumpe. Muss man da unten Luft reingeben, bei mir ist das 1,5 Bar. Einschaltdruck der Pumpe, das ist ganz wichtig, damit das ganze Volumen dann auch gebraucht wird. Weil zuerst macht dann dieses Volumen leer und erst dann schaltet dann die Pumpe an.
das sind etwa 0,4 Liter. Und dann stellt die Pumpe an und dann, wenn wieder zu ist, der Hahn, füllt dieses Teil wieder auf. Dann habt ihr auch nicht so Druckschwankungen. Ja, dann habt ihr das auch gesehen, wie man das macht, einen Boiler einbauen und einen Überdruckventil ersetzen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare. Und sonst sehen wir uns schon bald wieder. Okay, dann wie immer Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.